Sonntagabend, kurz vor 6. Die Tage werden kürzer. Hockey-Time in Füssen am Kobelhagen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf Spray TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und schauen, wie es draußen ist. Der Puck fällt, das Spiel geht los. Füssen schwarz, hält von in weiß von rechts nach links. In diesem Moment kommt Mickli aufs Eis zurück und die selber sind wieder komplett. Oh, Tor! Füssen. Dejan Vogel! Das erste Heimtor für den EV Füssen erzielt Dejan Vogel. Ja, super von Däumler, der da reingeht. Hier nochmal zu sehen. Super Rasenschuss. Und dann hört Vogel rüber. Oh, findet Däumler. Däumler, die Bolder. Tor! Vogel mit dem 2:0. 2:0. Der EV Füssen schraubt hier gleich zu Beginn des zweiten Drittels den Spielstand auf 2:0. Hier können wir noch mal reinschauen. Schöner Öffnungspass von Simon Däubler mit dem Auge für Vogel. Und Otte. Dick. Und da ist er. Tor. Der Rishot hat genau gepasst. Da ist das Tor von Steven Dick aus der Drehung. Bisschen aus dem Nichts. Ich will nicht sagen, wirklich aus dem Nichts, aber. Ja, da sehen wir es. Wiedemann will eigentlich die Scheibe fast klären und Dick macht es super aus der Drehung und da greift Hötzinger voll daneben. Möchel, der rein ins Drittel verlässt. Linden. Oh. Und Stetzinger. Kein Tor. Und es gibt kein Tor. Schiri hat entschieden, ja, kein Tor. Ja, hier nochmal im Replay. Snetzinger. Aber. Wow. Tor. Jetzt gibt er doch das Tor. Und Möchel jetzt. Hat viel Zeit natürlich. Möchel hat viel Zeit. Oh, kriegt die Scheibe hier. Und Tor in und Unterzahl. Trifft. Mit dem Bauerntrick zum 3:2 für die selber Wölfe. Ja, Wahnsinn! Ey, Wahnsinn, hey! Da kriegt er die Scheibe da hinten nicht unter Kontrolle. Und Möckel macht es ganz abgezockt. Ganz abgezockt. Und fährt um Hötzinger herum. Er hat Vertrag bis zum 7.12. Und hier gewinnen sie die selber Wölfe. In Füssen mit 3:2.